Sehr geehrte Damen und Herren, zu Beginn ein paar organisatorische Hinweise. Die heutige Graduierung wird live im Internet auf unserer Website www.phsd.at übertragen. Alle Absolventinnen und Absolventen werden während des heutigen Festaktes fotografiert. Diese Fotos stehen Ihnen dann gratis in Kürze als Download auf unserer Website zur Verfügung. Wir bitten Sie daher, von privaten Fotos Abstand zu nehmen. Ich bedanke mich für Ihr Verständnis. Bitte kontrollieren Sie noch ganz kurz Ihre Mobiltelefone. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte erheben Sie sich für den feierlichen Einzug des Rektorates und der Absolventinnen und Absolventen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur heutigen Graduierungsfeier hier an der Pädagogischen Hochschule Steiermark in unserer wunderschönen Aula am Campus Hasnerplatz. Mein Name ist Susanne Lienhofer, ich bin Lehrende hier im Haus, ich leite das Zentrum für Internationales und Öffentlichkeitsarbeit und ich werde Sie durch die heutige Feier begleiten. Sie hörten eingangs das Brass Quintett mit Studierenden der Pädagogischen Hochschule Steiermark mit dem Menuett der Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel. Ich bitte nun den Rektor der Pädagogischen Hochschule Steiermark, Herrn Magister Dr. Herbert Haar, um die Begrüßungsworte und seine Festrede. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, liebe Großeltern, Angehörige, Freunde und Partner unserer Absolventen, ein ganz herzliches Willkommen an Sie alle. Der heutige Festakt wird durch die Präsenz einiger hochrangiger Ehrengäste des öffentlichen Lebens ausgezeichnet. Ich begrüße sehr herzlich Frau Landesschulinspektorin, Hofrätin, Diplompädagogin Helga Thomann. Mein Willkommensgruß gilt Herrn Landesschulinspektor, Diplompädagogen Herbert Buchebner in Begleitung seiner charmanten Gattin.
Ich begrüße die beiden Vizerektorinnen, Hofrätin Magister Renate Gmoser. Und Magister Dr. Regine Weidlaner. Ein herzliches Willkommen den Leitungsorganen, ich meine die Institutsleiter und Leiter der Departments. Ich begrüße ganz herzlich Magister Dr. Erika Rottensteiner. Magister Dr. Andrea Holzinger. Dr. Dr. Walter Vogel. Departmentleiterin, Oberstudienrätin Professor Marianne Baumann. Magister Sabine Reisner. Und Diplompädagogin Reitbauer Michaela. In ihrer Funktion als Studiengangsleiterinnen, sowie die Verwaltungsdirektorin unserer Hochschule, Frau Diplompädagogin Margit Kaplan. Sie können sich vorstellen, dass mein ganz besonderer Willkommensgruß, und ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen, gilt heute Ihnen, liebe, ich sage jetzt nicht Absolventinnen und Absolventen, sondern liebe junge Kolleginnen und Kollegen, denn das sind sie ab heute. Sie sind heute der Mittelpunkt dieser akademischen Feier. In wenigen Minuten wird Ihnen zum Abschluss Ihres Studiums der international, eigentlich könnte man sagen weltweit anerkannte akademische Grad eines Bachelors of Education verliehen. Es gibt niemanden in diesem Saal, der sich heute nicht über Ihren Erfolg mit Ihnen freut. Sie verdanken Ihren Studienerfolg in erster Linie sich selbst, nämlich Ihrer Leistung, die Sie in den letzten Jahren vollbracht haben. Eines ist heute aber nicht zu vergessen, Sie verdanken Ihren Erfolg zum Teil auch der Unterstützung, die Sie von Ihren Familien und von Menschen erhalten haben, die Ihnen nahestehen und denen Sie heute ebenfalls eine sehr, sehr große Freude bereiten. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem erfolgreichen Abschluss Ihres Studiums, auch im Namen der beiden Vizerektorinnen, im Namen der Institutsleitungen, im Namen des gesamten Professorenkollegiums und im Namen der Damen und Herren in unserem Verwaltungsteam. Mit der Verleihung des akademischen Grades eines Bachelors of Education haben Sie die staatliche Berechtigung erworben, im Lehrberuf tätig sein zu können, nicht nur in unserem Land, sondern europaweit. Auch das ist zu beachten in Zeiten wie diesen. Mit dem heutigen Tag haben Sie aber nicht nur eine Berufsausbildung abgeschlossen, Sie haben darüber hinaus noch etwas erworben, worauf Sie auch stolz sein können. Etwas erworben, das wir mit dem schönen deutschen Wort Bildung bezeichnen. Übrigens ein Terminus, den es in dieser umfassenden Bedeutung nur in unserer Sprache, in der deutschen Sprache gibt. Im Allgemeinen versteht man unter akademischer Bildung die Kompetenz des erweiterten Denkens. Diese Kompetenz ermöglicht vieles. Zum Beispiel ermöglicht erweitertes Denken auch eine erweiterte Perspektive der Weltbetrachtung. Ermöglicht den Blick von seinem Fenster aus nicht nur auf den Innenhof, nicht nur auf den eigenen Vorhof sozusagen, nicht nur den Blick auf die Stadt, auf den Stadtteil, sondern ermöglicht Ihnen einen Blick von der ganzen Welt vor Augen zu haben. Man könnte fast etwas pathetisch sagen, erweitertes akademisches Denken
ermöglicht einfach die Perspektive, ein Weltbürger zu sein. Erweitertes Denken bedeutet aber auch, das werden zu können, wozu man besonders befähigt ist. Bedeutet, die eigene Potenzialität zur vollen Entfaltung zu bringen. Man könnte sagen, erweitertes Denken bedeutet, das Leben nicht als etwas zu betrachten, sondern immer als die Möglichkeit, als die Gelegenheit zu etwas. Der Abschluss Ihres Grundstudiums ist so eine Gelegenheit, nämlich die Gelegenheit, sich auf seine besonderen Begabungen und Talente zu konzentrieren und sie zum eigenen Programm, zur eigenen Sache zu machen. An dieser Stelle kann ich es nicht unterdrücken, ein Zitat des berühmten Philosophen Karl Jaspers zu bringen. Was der Mensch ist, das ist er durch die Sache, die er zu seinen macht. Wenn Sie Ihre Talente, Ihre besondere Begabung zu Ihrer Sache machen, dann ist Ihnen der Erfolg und auch das persönliche Glück sicher vorprogrammiert. Erweitertes Denken, erweiterte akademische Bildung verpflichtet Sie aber auch zu etwas. Es verpflichtet Sie oder Sie verpflichtet Sie auch zu einer besonderen Achtsamkeit gegenüber der Menschenwürde. In Kürze werden Sie dazu ein Gelöbnis ablegen. Mit diesem Gelöbnis verpflichten Sie sich, in Ihrem zukünftigen Wirkungsbereich im Besonderen auf eine Kultur des zwischenmenschlichen Respekts zu achten und diesen auch einzufordern und auch zu verteidigen, sollte sich das einmal als notwendig erweisen. Eine abschließende Bemerkung. Sie stehen heute am Anfang eines neuen Lebensabschnittes. Jeder Anfang beginnt bekanntlich mit einem Ende. Mit dem heutigen Tag zählen die Jahre, die Sie in diesem Haus verbracht haben, bereits zur Vergangenheit. Ab heute sind Sie auch zu einem festen Bestandteil in Ihrem Leben geworden. Wir hoffen natürlich alle in diesem Haus, die Lehrenden, das Personal, das Verwaltungspersonal, alle Menschen, mit denen Sie es zu tun hatten, wir hoffen, dass Sie sich an die Zeit hier an der Pädagogischen Hochschule einmal gern erinnern, dass Sie sich an diese Vergangenheit einmal gern erinnern. Vor allem hoffen wir, dass Sie von unserer Hochschule die Erfahrung mitnehmen, dass der Zugewinn an Wissen und Können, den Sie erfahren haben, eigentlich etwas sehr Schönes bedeutet, eigentlich Freude bereitet. Freude an der eigenen Weiterentwicklung zu haben, ist eines der schönsten Sinnmotive im menschlichen Dasein. Daher bleiben Sie bitte am Ball. Die Erfahrung der eigenen Kompetenz ist nachweisbar eine der schönsten Erfahrungen im Lehrberuf. Zum Abschied ein persönliches Anliegen an Sie, liebe junge Kolleginnen und Kollegen, wo immer Sie auch in Zukunft tätig sein werden. Bitte verstehen Sie sich auch als die Botschafter Ihrer pädagogischen Hochschule hier am Hasnerplatz und bitte bleiben Sie uns auch in Zukunft gewogen. Für Ihre Zukunft wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen alles Gute.
Sie hörten soeben den Chor der Pädagogischen Hochschule Steiermark unter der Leitung von Kollegen Markus Zwitter am Klavier. Sie haben für Sie das Lied As the Deer gesungen. Sie werden noch ein Lied singen, und zwar Always Be a Child, mit den beiden Solistinnen Verena Pabst und Julia Petritsch. Liebe Absolventinnen, liebe Absolventen, bitte erheben Sie sich nun für das feierliche Gelöbnis. Ich bitte dafür die Vizerektorin für die Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule Steiermark, Frau Magister Dr. Regine Weitlan, ans Pult. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben Ihr Studium gemäß den geltenden Vorschriften abgeschlossen, die vorgeschriebenen Prüfungen abgelegt und die geforderten schriftlichen Arbeiten verfasst. Sie haben ersucht, die Verleihung des akademischen Grades in feierlicher Form zu bestätigen. Sie werden nun eingeladen, zu versprechen, sich stets so zu verhalten, wie es Ihre akademische Ausbildung gebietet. Sie wollen also versprechen, die Kenntnisse und Fähigkeiten,
die sie erworben haben, zu pflegen und ständig durch Fortbildung zu erweitern. Ihr Wissen und Können zum Wohle der Schülerinnen und Schüler ohne Ansehen der Person einzusetzen. Die Menschenwürde zu achten, der Pädagogischen Hochschule Steiermark in Treue verbunden zu bleiben und sich des verliehenen akademischen Grades in Leben und Beruf würdig zu erweisen. Sind Sie bereit, dies nach bestem Wissen und Gewissen zu versprechen? Nachdem Sie dies feierlich versprochen haben, wird Ihnen nun der akademische Grad Bachelor of Education verliehen. Sie können wieder Platz nehmen, ja? Ich rufe Sie dann auf. Bevor wir nun zur feierlichen Verleihung der Urkunden schreiten, bitte ich Frau Amtsdirektorin Gabriele Grübler, Leiterin der Studien- und Prüfungsabteilung, auf die Bühne. Weiters bitte ich den Herrn Rektor Dr. Herbert Haab und die Vizerektorin für die Fort- und Weiterbildung an der Pädagogischen Hochschule Steiermark, Frau Magister Renate Gmoser, zu uns. Wir beginnen nun mit der ersten Gruppe der Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums für das Lehramt an Volksschulen. Bitte. Frau Meier Katharina, Bachelor of Education. Frau Müllner Verena Maria, Bachelor of Education. Frau Peischler Nicole, Bachelor of Education. Herr Brünster Stefan, Bachelor of Education. Frau Reich Lena, Bachelor of Education. Sie können wieder Platz nehmen. Herzlichen Glückwunsch. Wir kommen zur nächsten Gruppe von Absolventinnen des Bachelorstudiums für das Lehramt an Volksschulen. Frau Rheinisch Julia, Bachelor of Education. Frau Sartori Nina Mara, Bachelor of Education. Frau Schwab Stephanie, Bachelor of Education. Frau Sorger Elisabeth Maria, Bachelor of Education. Frau Tanner Kerstin, Bachelor of Education. Applaus
Frau Tritschak Annalena, Bachelor of Education. Und Frau Chaudi Jasmin, Bachelor of Education. Noch ein Gruppenfoto. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Folgt nun eine dritte Gruppe von Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums für das Lehramt an Volksschulen. Frau Unger Julia, Bachelor of Education. Herr Windisch Johannes, Bachelor of Education. Frau Winkler Eva, Bachelor of Education. Frau Zaff Alexandra, Bachelor of Education. Herr Zettel Andreas, Bachelor of Education. Und Herr Zingel Konstantin, Bachelor of Education. Herzlichen Glückwunsch. Wir kommen nun zu den Absolventinnen des Bachelorstudiums für das Lehramt an Sonderschulen. Ich darf gleich die erste Gruppe heraufbitten. Frau Brunner Lisa Martina, Bachelor of Education. Frau Dietmeier Olivia, Bachelor of Education. Frau Hamler Christiane, Bachelor of Education. Frau Heilmann Manuela, Bachelor of Education. Frau Kern-Zümeri, Barbara Christiane.
und Frau Lampel Katrin, Bachelor of Education, Bachelor of Education. Herzlichen Glückwunsch. Wir kommen zur nächsten Gruppe der Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums für das Lehramt an Sonderschulen. Frau Leitner Eva Maria, Bachelor of Education. Frau Leonhard Christina, Bachelor of Education. Frau Raser Michaela Johanna, Bachelor of Education. Frau Rheinweber Isabel, Bachelor of Education. Herr Scheucher Armin, Bachelor of Education. Und Frau Stangl Nathalie, Bachelor of Education. Herzlichen Glückwunsch. Wir kommen nun zur letzten Gruppe von Absolventinnen des Bachelorstudiums für das Lehramt an Sonderschulen. Frau Wagner Karin, Bachelor of Education. Frau Wilpert Cornelia, Bachelor of Education. Und Frau Zach Sarah, Bachelor of Education. Herzlichen Glückwunsch. Ich bitte auch das Rektorat, wieder die Plätze einzunehmen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind nun am Ende der heutigen Graduierungsfeier angelangt. Die Fotos finden Sie, wie bereits eingangs erwähnt, in Kürze
als Download auf unserer Website www.phsd.at. Ich möchte Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen, an dieser Stelle noch auf unseren Absolventenverein aufmerksam machen, denn es ist auch unserem Rektorat ein großes Anliegen, dass Sie der Pädagogischen Hochschule Steiermark mit unserer Hochschule in Kontakt bleiben. Der Verein Freunde der Pädagogischen Hochschule Steiermark informiert Sie regelmäßig über Veranstaltungen und attraktive Angebote der Hochschule und unserer Kooperationspartner. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Pädagogischen Hochschule Steiermark lade ich Sie nun zu einem Sektempfang gleich gegenüber der Aula im Multifunktionsraum ein. Ich wünsche Ihnen, liebe Absolventinnen und Absolventen, noch einen wunderschönen Tag im Kreise Ihrer Familie und Freunde. Sehr geehrte Damen und Herren, vor dem feierlichen Auszug des Rektorates und der Absolventinnen und Absolventen bitte ich Sie, sich zu den Klängen der steirischen Landeshymne zu erheben. Auf Wiedersehen.